Hallo und herzlich willkommen. Am 13. August 2017 ist Welt-Linkshänder-Tag. Mein Name ist Frank Steinkopf und ich habe 4 sehr interessante Nachrichten für Sie. Die erste: Der Anteil der aktiven Linkshänder wurde ermittelt von einer Schülergruppe im Rahmen eines Projektes an ihrer Schule. Und das sehr Interessante daran: Über 30 Klassen wurden mit einbezogen und fast 800 Schüler. Einige der Ergebnisse möchte ich Ihnen vorstellen. 6 Klassen waren dabei, 0% Linkshänder, also nicht ein einziger, der dort links schreibt. 4 Klassen, 10-15% aktive Linkshänder. 4 Klassen, mehr als 15-20% aktive Linkshänder. Und 3 Klassen, mehr als 20-25% aktive Linkshänder. Und die Rekordklasse, 25% linksschreibende Schüler. Die, wie ich finde, interessanteste Zahl: Im Durchschnitt sind es 8,7% aktive Linkshänder. Ich finde, eine sehr bemerkenswerte Zahl. Und das ist meine zweite Nachricht: Rekordklasse in diesem Jahr. Schüler an einer Landschule, 23 in einer Klasse, 8 schreiben davon mit links. Die Zahlen habe ich von der Lehrerin bekommen. Das sind mehr als 34%. Meine dritte Nachricht für Sie: Meine jüngste Schülerin in diesem Jahr, 4 Jahre. Für sie sollte herausgefunden werden, ist sie Linkshänder oder Rechtshänder. Das Ergebnis war Linkshänder. Und sie trainiert fleißig das Schneiden, das Ausmalen, das Werfen, Tafelschreiben und das Schreiben, denn sie soll demnächst zur Vorschule gehen. Meine älteste Schülerin in diesem Jahr ist 65 Jahre alt. Umgeschulte Linkshänderin war sie, aktive Linkshänderin ist sie. Sie hat wieder alles mit links erlernt und mir einige Zitate gesagt, die ich mitgeschrieben habe, und die 3 möchte ich Ihnen heute vorstellen. Meine Postkarten wurden sehr gelobt. Die Schwägerin sagte: Mein Gott, mit links ohne Linien, wie hast du das hinbekommen? Ich werde im Ganzen gelassener. Mein vorhandenes Urvertrauen kommt noch mehr zur Geltung. Zum Abschluss mein Tipp für Sie: Leben Sie Ihre starke Körperseite, unterstützen Sie andere, dies auch zu tun. Herzliche Grüße, Ihr Frank Steinkopf.